Ein Karikaturist der Sonderklasse zu Gast im Kremser Karikaturmuseum. Gustav Peichl, allgemein bekannt als Hieronymus, eröffnete seine Ausstellung Neurosen. Vor dem Museum gab es eine herzliche Begrüßung. Mein Biominister. Freut mich sehr. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Wirklich schön. Bravo. Gehalten. Hallo. Grüß dich. Servus. Ein gutes Tröpferl aus der Wachau durfte bei einem solchen Anlass im Museum natürlich nicht fehlen. Eine Publikation über Hieronymus aus dem Jahr 2003 trägt den vielsagenden Untertitel Karikaturist als Zeitzeuge. Die Zeitzeugenschaft des Karikaturisten Hieronymus ermöglicht uns im Rahmen dieser Ausstellung einen unmittelbaren Blick auf die historischen Entwicklungen, die wichtigsten Ereignisse und die politischen Tendenzen in der EU seit dem bei ersten Beitrittsverhandlungen mit Österreich. Es gibt eigentlich nur zwei Punkte, die wichtig sind für einen Politiker. Das ist der Leitartikel und das ist die Karikatur. Es ist die Karikatur jener Bereich in der schreibenden Zunft aus meiner Sicht, wo zugespitzt klar auf den Tisch kommt, was Sache ist. Was Sache war in den letzten 10 Jahren Europäische Union, das zeigt Hieronymus in Krems in seiner bewährten Bildersprache. Und Gustav Peichl spricht damit den Österreichern aus der Seele. Nicht zufällig kommen die Buchstaben EU im Ausstellungstitel Neurosen vor. Seit 95. Zuerst hatten wir ja, das wird die jungen Leute wissen, das alles gemacht. Zuerst hatten wir die EWG, dann hatten wir die EG, dann hatten wir die EFTA, ja auch. Und da hat ihm irgendjemand die Zeitung, das war gerade in der Zeitung gegeben, und er hat sich so gefreut drüber, hat er gesagt, er ist ja hier viel schöner als in Wirklichkeit. Und hat mir dann, habt ihr das. Gibt es Reaktionen von Leuten, die Sie karikieren? Das ist ganz einfach zu sagen. Die Karikatur, die von den Leuten betrachtet wird, ist dann Begeisterung ausrufend und alle sagen, ja, das ist gut, das ist wunderbar. Nur der, den es betrifft, der sagt, naja, es ist nicht so gut. Ist der Zeitpunkt bewusst von Ihnen gewählt worden? Die wurde geplant anlässlich der EU-Präsidentschaft und anlässlich des Treffens der Landwirtschaftsminister. Die Politiker sind ja gescheit. Die wissen ja, wenn sie karikiert sind, sind sie populär oder werden populär. Der Bruno Kreisky hat ja gelebt von der Karikatur. Gibt es auch schon Kremser Persönlichkeiten, die Sie karikiert haben? Nein. Jetzt gibt es einen Bürgermeister, der auch sehr tüchtig ist, aber gezeichnet habe ich noch keinen von denen. Das müssen Sie sich erst erarbeiten. Na, das kann ja noch werden. Den ganzen Sommer über sind die Werke von Hieronymus in Krems zu sehen. Die Ausstellung dauert bis 17. September.